Aufgrund der fast lupenreinen Hochsommertage, es gibt ein paar Ausnahmen, der Hitze, des Sonnenscheins und des Urlaubswetters, das wir zu Hause haben, mache ich jetzt mal für ein paar Tage eine in Anführungszeichen abgespeckte Version. Das heißt, ihr bekommt den soliden Standard mit der Übersicht und allem drum und dran. Alles, was mit Spekulation zu tun hat, mit verbotenen Sachen, mit irgendwelchen Besonderheiten oder auch Fotos. Das machen wir dann wieder, wenn sich's umgestellt hat und diese Hochsommerphase vorbei ist. Und das wird ja ab Mitte der kommenden Woche der Fall sein. Grüße Sie und grüße euch. Dieses Foto habe ich beispielsweise gestern gemacht. Wer errät oder weiß, wo das ist? Immer wieder. Ach, einfach nur. Da, wenn du da oben bist, da ist alles weg. Da ist irgendwie, das ist eine andere Welt. Und bevor du dann wieder normal in den Alltag reinkommst, das bedarf schon sehr viel Konzentration. Und wir gehen gleich in den Wetteralltag, der heiß ist. Heute haben wir am Nachmittag eine Temperatur in 1500 Meter Höhe, was die Luftmasse angeht, um 17 Uhr. Knapp 20 Grad im Südwesten. Die Hitze kommt herangezogen, ist aber nicht lupenrein. Aber dazu gleich mehr. Der morgige Sonntag bringt dann im Südwesten die 20 Grad Isotherme. Es wird nicht ganz so heiß wie ursprünglich mal gedacht, vielleicht 1-2 Grad weniger, aber ihr seht da wieder so Knubbelchen und das sind kleine Tiefs. Es werden morgen Gewitter entstehen im Laufe des späteren Nachmittags und des Abends. Das sind so richtige Wasserkraken, die an Ort und Stelle sehr viel Wasser bringen können und auch ein paar Sturmböen. Am Montag ist es im Norden dann deutlich kühler. Hier ist auch Isobarendrängung, das heißt Wind. Im Süden bleibt die Hitze mit über 20 Grad in 1500 Meter Höhe und am Dienstag wölbt sich die Hitze nochmal volle Lotte auf. Aber sowas von mit teils um und über 25 Grad in 1500 Meter Höhe. Und da habt ihr wieder die Kringel und das sind dann wieder Gewitter und Unwetter, die passieren können. Und am Mittwoch ist das alles durchgezogen. Von Westen her wird es kühler, die Temperaturen werden ordentlich zurückgeschraubt. Das Wetter wird nicht unbedingt schlechter, aber es beginnt dann eben eine andere Witterungsphase. Und das andere Thema, das wir haben, das sind die Gewitter. Hier zeige ich euch die stärksten Niederschlagssummen innerhalb von 6 Stunden am Sonntagnachmittag. Das ist im Westen der Fall und am Abend dann im Nordwesten. Es geht nicht darum, dass genau diese Regionen getroffen werden und genau diese Literanzahl, sondern es geht einfach um das Potenzial, das von den Modellen so berechnet wird und gesagt wird, da wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit was passieren. Morgen Nachmittag und morgen Abend. Dann ist eine kleine Pause und dann geht es am Dienstag weiter. Von Schleswig-Holstein bis nach Tirol und Salzburg wird es ein paar Schauer und Gewitter geben, die dann später nach Osten und Südosten ziehen. Ebenfalls wieder mit hohen Regensummen. Und das, was ihr hier seht, die geixten Ziffern, das sind konvektive Niederschläge in Form von Schauern und Gewittern. Da wird also bis Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch mehr durchziehen. Und das soll runterkommen in den nächsten 10 Tagen vom europäischen ECMWF-Modell. Warum zeige ich euch immer die 10-Tages-Vorhersagen und nicht die 3 oder die 5, wo eigentlich nichts drauf ist? Es geht darum, die wiederholen sich ja. Und es ist immer wieder die gleiche Verteilung. Damit will ich sagen, dass von der Schweiz über Österreich nach Osten rein, Südtirol und am bayerischen Alpenrand, teils auch am Hochrhein, das Risiko für stärkere Regenfälle in Form von Schauern und Gewittern erhöht ist. Ebenso im Nordwesten, rund um die Benelux-Länder, NRW, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Der Streifen dazwischen geht größtenteils fast leer aus, bis auf die Schauer und Gewitter. Das amerikanische GFS-Modell sieht das alles ein bisschen ausgeglichener. Und wenn hier so Flächen sind, die mal mehr, mal weniger Niederschlag bringen, dann hat das auch nicht damit zu tun, dass genau da das passiert, sondern dass eben größere Gewittercluster durchziehen. Jetzt hätte ich beinahe meinen Klicker hier verloren. Und dann gehen wir noch ein paar Tage weiter, haben wir überall in Deutschland relativ ergiebige Niederschläge. Warum ist das so? Das liegt logischerweise an der Großwetterlage, die sich umstellen wird. Und wir gehen jetzt in drei Regionen. Im Norden für Flensburg. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie ist das Mittel aller Modellberechnungen. Die Einzelberechnungen finden wir in Bund. Und wenn da so Ausreißer kommen, dann gehen die natürlich in den Hitzebereich. Die Ausreißer nach unten sind auch vorhanden. Warum gibt es keine Ausreißer, die so weit nach oben gehen, nach unten gehen? Funktioniert nicht. Ist nicht die Jahreszeit.
seid. Das wäre jetzt genauso, wenn wir im Januar sagen würden, es sind gar keine Ausreißer bis plus 20 Grad in 1500 Meter Höhe dabei. Da gibt es ja keine. Das ist logisch, dass die nach oben weitergehen als nach unten. Aber da sind eine ganze Menge dabei und die Temperaturen sind leicht unterdurchschnittlich im Norden. Dazu kommt es immer wieder zu Niederschlagssignalen. Das heißt, die Wärme, die wir jetzt haben, die wird da mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht wiederkommen. Nach dem amerikanischen Modell und nach dem europäischen Modell, dass es sogar nasser machen möchte. Gehen wir in den äußersten Süden, wir haben Flensburg genommen, jetzt nehmen wir Oberammergau, da sind wir schon fast an Tirol dran, da bleibt es überdurchschnittlich warm. Das heißt, hier kommt gar nicht so richtig die kühle Luft an, aber dadurch, dass wir in der Grenzlage sind, wird es hier sehr nass werden. Die trockene Zeit in Alpennähe und im Süden Deutschlands, im äußersten Süden, ist definitiv vorbei. Da gibt es ein paar Ausreißer, die gehen runter und natürlich welche, die gehen rauf. Vor allen Dingen die Niederschlagsausreißer, die sind sehr markant. Jetzt haben wir die Mitte ausgelassen und gehen jetzt, wollt euch nur den Unterschied zeigen, in die Mitte und achtet mal bitte auf die unteren Linien. Halt, wir haben ja noch das europäische ECMWF-Modell. Da ist es auch nass. Jetzt gehen wir in die Mitte. Zack, da sind unten keine Niederschlagssignale oder sehr wenige vorhanden. Die Temperaturen genau im Mittelfeld zwischen dem Norden, der kühler ist, und dem Süden, der wärmer ist, da sind wir leicht überdurchschnittlich bzw. durchschnittlich. Von dem hohen Niveau geht es runter. Ab und zu mal mit ein paar Niederschlagssignalen, aber deutlich weniger. Sowohl beim amerikanischen als auch beim europäischen Modell. Das zeigt einfach, diese Wetterlage wird sich wohl mehr oder weniger einpendeln. Erstens mal ist sie vor allen Dingen im Norden überhaupt nicht mehr so warm. Im Süden ist sie zwar noch wärmer, aber durchgehend unbeständig, immer mit Schauern und Gewittern. Und die Mitte geht größtenteils ein bisschen weniger ergiebig aus, was den Regen angeht. Natürlich kann mal ein Schauer oder ein Gewitter durchziehen, wo viel runterkommt, aber ein paar Orte weiter ist das eben nicht der Fall. Gestern gab es viel Sonne, 14,7 Stunden Sonnenschein deutschlandweit gemittelt. Es war ein super sonniger Tag. Die Nacht war noch frisch. 5 Grad gab es im Westen, 17 Grad auf dem Weinbiet in der Pfalz, genau genommen 16,6 Grad. Und die anderen 16er Werte, die hatten wir dann zum Beispiel auf der See. Ansonsten war es eine kühle Nacht und ein heißer Tag. Die Temperaturen brachten es auf 22 Grad mit auflandigem Wind an beiden Küsten und auf bis zu 34 Grad im Südwesten. Das ist erst der Anfang. Heute und morgen geht es noch weiter rauf. Mit dieser südlichen Strömung, die im Vorfeld dieses Tiefs bei uns die heißeste Luftmasse anzapft, überhaupt mit um die 20 Grad in 1500 Meter Höhe im Südwesten, das haben wir eben gesehen. Dann, und jetzt wird es interessant, am Mittwoch kommt dieses Tief näher voran, bringt uns Isobarendrängung, das heißt liniengleichen Luftdrucks, bedeutet Wind. Im Nordwesten wird es kühler, im Südosten bleibt es relativ warm bis heiß. Luftmassengrenze hier um die 15, im Nordwesten unter 10 Grad in 1500 Meter Höhe. Wir gehen ein paar Tage weiter. Samstag. Das Tief hier, kühl im Nordwesten, warm oder heiß im Südosten. Da schwappt die Hitze zurück. Im Nordwesten bleibt es kühl. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt gehen wir, ähnlich wie gestern, nochmal so einen Zeitschritt weiter und sind dann eben in der übernächsten Woche am Dienstag. Und was haben wir da? Das Tief im Nordwesten, im Südosten die Wärme und erneut eine Luftmassengrenze genau über Deutschland liegend. Und jetzt haben wir drei solche Karten gehabt, die fast identisch aussehen. Und das heißt, die Niederschläge, die im Nordwesten zustande kommen, kommen durch die kühle Luft, durch die hochreichende Kaltluft, durch die Labilität. Hier gibt es dann immer wieder Schauer- und Gewitterphasenweise auch mal mehr Regengebiete. Im Südosten, wo es auch niederschlagsreich ist, sind wir an der Grenze zur schwül-heißen Luft. Hier entstehen durch Konvektion ebenfalls viele Schauer und Gewitter. Und dann sind auch noch ein paar Hügel in der Nähe, nennen sich Alpen. Die sorgen auch dafür, dass es Schauer und Gewitter gibt. Und in diesem Streifen dazwischen, das ist ein bisschen das Nirvana, wo es zwar windig wird und ab und zu mal ein Schauer durchzieht, aber nichts Größeres regentechnisch passiert. Deshalb habe ich euch das gezeigt. Und wenn wir dann noch weitergehen würden, das habe ich aber jetzt nicht dabei, ändert sich die Wetterlage dahingehend, dass das Tief dann mal komplett zu uns kommt. Wir kommen in den Trog und damit wird es dann auch in der Mitte ein bisschen nasser werden. Apropos nass. Gestern Abend und in der Nacht hatten wir im Norden der Schweiz und im äußersten Süden Baden-Württembergs und im Osten Frankreichs ein paar Gewitter. Die waren fast stationär, sind so ein bisschen rumgeeiert. Und die Reste haben wir jetzt noch, auch ausgedehnte Wolkenfelder. Die sollten sich größtenteils auflösen. Es werden aber wahrscheinlich so ein paar Schleicher durchziehen über Vorarlberg und Tirol, über das südliche Allgäu und am oberbayerischen Alpenrand, wo ein paar Wolkenfelder mehr durchziehen als ursprünglich vor ein paar Tagen noch geplant. Da ist es nicht so lupenrein und da kann sich auch mal ein Schauer oder ein Gewitter rausbilden. Ansonsten haben wir Sonnenschein und hohe Wolkenfelder, die immer weniger werden. Das sind die Gewitterreste aus der Nacht. Der
Der Wind ist konvergent, kommt im Norden aus östlichen Richtungen, dreht aber im Südwesten auf westliche Richtungen. Und da, wo die Winde aufeinander prallen, entstehen eben die Schauer und Gewitter. Das Ganze bei 28 bis 34 Grad. 36 Grad sind es im Südwesten, im nördlichen Südwesten. Im äußersten Südwesten wird es das wahrscheinlich gar nicht geben können, durch die Wolkenfelder, die da waren und den Regen, den es in der Nacht gegeben hat. Kühler bleibt es in den östlichen Mittelgebirgen und mit auflandigem Wind an der See. Morgen haben wir erst einmal Sonnenschein, harmlose Wolkenfelder in den Alpen, ein paar Quellwolken, ganz nett. Der Wind ist schwach unterwegs und die Temperaturen schnellen nach oben. 23 bis 28 Grad sind es im Norden, 29 bis 38 Grad im Süden. Die 38 Grad sind allerdings fraglich für den äußersten Süden. Vielleicht hätten wir die eher in die Gebiete nördlich von Karlsruhe setzen sollen, denn da sind ja ein paar Wolken unterwegs im Süden. Und dann entsteht dieses Schauer- und Gewittergebiet hier von Westen her. In diesem pinken Gebiet ist das Risiko für stärkere Schauer und Gewitter erhöht mit sinnflutartigem Regen. Und auch das heißt wieder nicht, dass es dann bedeutet, dass es jeden trifft, sondern es trifft Einzelne, die heftig, andere ein bisschen, wieder andere überhaupt nicht. Das heißt, hier haben wir verbreitet dann Schauer und Gewitter, die durchziehen, allerdings nicht bei jedem. Auf der Alpensüdseite sind auch einzelne Brummer unterwegs. Am Montag löst sich das Gedöns auf. Wir haben am Vormittag vor allen Dingen im Norden noch viele Wolken mit Regen. Tagsüber kommt dann die Sonne heraus, mehr und mehr. Es entstehen noch einzelne Schauer und Gewitter, auch in den Alpen. Ansonsten ist es super sonnig. Der Wind flott unterwegs, kommt aus nordwestlichen Richtungen und dämpft ein bisschen die Temperaturen im Norden, 18 bis 25, sonst 26 bis 34. Im Südwesten bis zu 36 Grad. Die Schwüle hält sich in Grenzen, vor allen Dingen durch den Wind fühlt es sich nicht ganz so unangenehm an. Aber dann kommt der Dienstag. Der bringt von den Alpen bis rauf zur Nord- und Ostsee ein erhöhtes Gewitterrisiko. Und da haben wir wieder die zwei Gebiete, wo am meisten passieren kann, nach den derzeitigen Trends mit schweren Sturmböen und sinnflutartigem Regen durch die Schauer- und Gewitterfront. Davor scheint noch die Sonne, dahinter kommt sie wieder heraus. Und ich habe mir jetzt die ganzen Windpfeile gespart, um es ganz plakativ zu erklären. Wir haben hinter der Front richtig ruppigen Südwest- bis Westwind, vor der Front auffrischenden Südostwind. Und da, wo die Winde aufeinander ballern, wird die Luft zum Aufsteigen gezwungen und es entstehen die Schauer und Gewitter. Und jetzt hat der Wind im Osten nicht ganz so viel Dampf wie der im Westen, drum zieht die Front eben von West nach Ost durch. Die Temperaturen erreichen zuvor 30 bis 38 an der See, 22 bis 29 Grad. Am Mittwoch ist es dann im Südosten noch ziemlich windig mit Schauern und Gewittern. Im äußersten Südosten Österreichs heiß, sonst 24 bis 30 Grad. Im Nordwesten kühler und wechselhaft. Am Donnerstag deutlich freundlicher, ein paar Schauer an der See und in den Alpen. 18 Grad an der See, 31 Grad im Südwesten. Am Freitag kommt wahrscheinlich streifenderweise ein Regengebiet von den Benelux-Ländern bis Schleswig-Holstein. In den Alpen einzelne Schauer, sonst Sonne und Wolken, 17 bis 33 Grad, 17 Grad an der Nordsee, 33 Grad im Osten Österreichs. Hier geht es dann am Samstag rauf bis auf 35 Grad, wieder verbreitet Sonne in der Mitte, einzelne Gewitter in den Alpen, Wolken im Norden und am Sonntag stand derzeit kommen dann wieder Schauer und Gewitter herangezogen. Davor sind es im Osten Österreichs nochmal bis zu 35 Grad, sonst wird es kühler. Wir kommen zu den Ensembles für die 2 Meter Temperaturen. 20, 25, 30, 35 Grad. Bei den Ensembles ist es so mit den Temperaturen wie mit der Niederschlagsvorhersage. Da wird ein Gitterpunkt genommen von vielen Quadratkilometern. Das sind Berge, das sind Täler. Da wird ein Wert gemittelt. Wenn wir hier zum Beispiel den Mittelwert aus allen Berechnungen von 22 Grad haben, dann heißt das, es kann woanders 26 Grad haben und woanders dann 18 Grad, also ist das der Mittelwert. Und der Mittelwert zeigt, dass die nächsten Tage heiß werden mit über 30 Grad. Unten folgen dann die Schauer und Gewitter. Es kühlt sich ab und wir pendeln dann im Norden bei um die 20 Grad hin und her mit den Ausreißern nach oben. Und es sind auch Ausreißer nach unten dabei, die sieht man aber nicht so schnell. Und wenn wir mal hier schauen, das wäre in dem Fall zum Beispiel auch mal der Hauptlauf, der würde dann Höchstwerte im Norden von nur 15 Grad bringen. Und die Ausreißer nach oben bringen dann über 35 Grad. Im Westen, die Hitze
Hitze über 30, teils über 35 Grad wird abgebaut. Danach pendelt es sich bei um die 25 Grad ein. Relativ normal für die Jahreszeit. Immer wieder sind Niederschlagssignale dabei. Jetzt nicht so übermäßig, aber da kommt ab und zu mal was runter. In der Mitte ein ähnliches Spiel, auch hier rauf und runter mit den Temperaturen. Der Gewittercluster ist da sogar bei den Höchstwerten abgebildet. Heiß, heiß, weniger heiß, heiß. Dann geht's runter. Das heißt, Samstag heiß, Sonntag heiß, Montag kühler, Dienstag wieder heiß, danach wieder kühler. Auch so 20 bis 25 Grad. Im Osten, nach Hauptlauf, käme da Regen, muss nichts heißen. Andere sind da nicht so niederschlagsreich. Erst die Hitze und dann geht es gemäßigt weiter mit um die 25 Grad. Hinten raus sogar noch ein bisschen weiter runter. Im Süden, Hitze. Über 30 Grad, trockene Tage, zunehmende Gewitterneigung ab Dienstag. Danach immer wieder Schauer und Gewitter ohne Ende bei Höchstwerten von um die 25 Grad mit entsprechender Schwüle. Den Ausreißer nach oben, dass wir hier einen Niederschlagsausreißer, dass die Temperaturausreißer. Die Temperaturausreißer bis zu 35 Grad nach oben, andere kaum 15 Grad nach unten. Wir machen weiter. Und gehen nach Genf, auch hier die Hitze, dann aufkommendes Schauer- und Gewitterrisiko, Temperaturen bei um und etwas über 25 Grad, also durchaus sommerlich. Hinten werden die Schauer- und Gewittersignale vorübergehend weniger. In St. Pölten haben wir auch den Temperaturanstieg, ähnlich wie im Süden Deutschlands. Dann der Abfall der Temperaturen mit vielen Schauern und Gewittern und hinten raus geht es weiter mit Schauer- und Gewittersignalen und normaler Hochsommerwärme von knapp 25 Grad im Schnitt. Da kommt jetzt keine weitere Karte. Ich habe mir überlegt, nehme ich nochmal die wie gestern vom Brenner mit dem Schneesignal. Die sieht genauso aus wie gestern. Mal gucken, wie sie morgen aussieht. Bis dahin.